Ja, schönen guten Morgen, ihr lieben Freunde des Bogensports, des 3D-Bogensports. Hier ist Mario von Centerpoint und ich will heute mal ein bisschen Werbung machen für unseren neuen Schaum. Wir haben seit 7 Jahren 3D-Tiere hergestellt, sind auch ganz gut etabliert auf dem Markt, hatten aber immer häufiger Probleme, dass der Schaum sich vom Wasser gesaugt hat, dass die Tiere zu instabil waren, dass ein, zwei Winter, die Beine abgebrochen sind, wenn die Leute sich abgestützt haben beim Pfeileziehen. Und das hat uns einfach bewegt, zu sagen, okay, wir müssen da was machen, wir müssen eine bessere Qualität auf den Markt bringen. Ich ganz persönlich, bin jetzt felsenfest überzeugt, das ist es. Wie ihr sehen könnt, eine kleine Bache, die vorher normalerweise hätte mit Samthandschuhen behandelt werden müssen, weil gerne mal die doch recht dünnen Beinchen unten einfach nur abgebrochen sind, beziehungsweise die Grätsche gemacht haben, nichts ging mehr. Wie ihr sehen könnt, ich sage es nicht gerne, aber es sind fast 90 Kilo Lebendgewicht, die jetzt gerade hier oben drauf sitzen. Und das macht mir so gar nichts aus. Ich kann irgendwo die Füße hochlegen, kann hier ein Tänzchen drauf machen. Und ja, das ist schon massiv. Da kann man sich die Mühe geben, wie man will, selbst wenn man das wollte. Glaube ich nicht, dass man so ganz einfach ein Bein abbrechen könnte. Ohne Chance. Ich habe da noch einen kleinen Fuchs hingestellt. Jetzt könnte ja wieder irgendjemand behaupten. Ach klar, die ist massiv, hat er extra hart gemacht. Mit dem geht es genauso. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht auf die Schnauze. Ich bin schon 50. Aber wie ihr sehen könnt, ups. Ich sehe gut aus, hoffentlich. Der Fuchs hält. Und das tut ihm gar nichts. Der steht einfach da. Und gut ist es. Und das ist ab heute quasi ab sofort unser neuer Standard. Wir werden noch in diesem Jahr die Preise für alle Standardtiere trotz des neuen Schaums und der neuen Qualität und des höheren Preises genauso verkaufen wie bisher, bis zum 31.12. Ab 1.1. Das bleibt uns keine Wahl, als doch eine kleine Preiserhöhung zu machen. Also schlag schnell zu, noch könnt ihr günstig einkaufen. Und damit ihr jetzt ganz überzeugt seid, und viele ja dann sagen, na gut, so eine harte Tiere, da kann man die Pfeile so scheiße ziehen. Beziehungsweise die Kinderpfeile aus kurzer Entfernung mit 12 Pfund, die kommen direkt wieder zurück. Das ist ja gefährlich. Und damit ich euch da überzeugen kann, habe ich jetzt hier mal 3 Bögen aufgebaut. Wir gehen jetzt mal ein Stückchen weiter runter. Das ist hier ein 12 Pfund Bogen und ein ganz kleiner kurzer Kinderpfeil. Ich hoffe, ich treffe jetzt auch irgendwas. Ich lege den mal ein und ihr könnt sehen, selbst wenn ich mir Mühe gebe, kann ich den nicht weit ausziehen. Ich ziehe noch mal nur das Hälfte aus und ziehe den runter. Steckt ein bisschen höher. Aber wie ihr sehen könnt, geht. Ohne weiteres. Überhaupt kein Problem. Und wenn ich das anmache, dann fällt das im Griff. Immer fein. Überhaupt kein Thema. Ich gehe etwas stärker in Pfeile. Stegmeier, 53 Pfund auf den Finger. Ich hoffe, ich verliere mich jetzt nicht. Sattes Geräusch. Gleich nachher hinterher. Ja. Und wenn wir es jetzt ganz genau wissen wollen, haben wir da auch mal einen Kompound. Stehen hier so auf, keine Ahnung, 6, 8 Meter. £60. Ein dünner, schneller Carbonpfeil. Okay.
Jetzt haben wir mal. Ich glaube, wichtig für euch, auch der Kinderfall, wenn ihr seht, steckt natürlich nicht tief drin, aber er hält. Plus minus 1,5 cm hat er drin gesteckt. Wie gesagt, 12 Pfund Auszug, 2/3 von der Länge. Der 50 Pfund Stegmeier, muss kurz entfernen, nehmen, rausziehen, kein Fallzieher, kein Kleber anfingern, alles ganz normal. Haben wir hier nochmal, hier spielen grün, Kinderpfeil, ein traditioneller Pfeil. Ja, und jetzt haben wir den Carbonpfeil aus 60 Pfund. Den fassen wir an, ziehen ihn raus und sehen, da klebt auch nichts dran. Fallzieher haben wir nicht gebraucht. Das Tier steht nun lose auf dem Boden. Das ist ein bisschen was anderes, wie wenn er sogar noch verankert wäre. Aber mit Hand dagegen kein Thema. Wenn ihr gucken wollt, könnt ihr sehen, dass ihr nichts seht. Irgendwelche Löcher. Da war der Carbonpfeil bis eben. Ja. Das ist die Zukunft von Centerpoint. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen. Ihr könnt auch gerne eine Testbestellung machen. Kleine Tiere haben wir auch reichlich. Finden tut ihr die ganzen Sachen auf www.bogenheld.de. Und ja, nochmal, dieses Jahr gelten noch die alten Preise. Ab 1.1. werden wir etwas teurer. Vielen Dank, auf Wiederschauen, wir sehen uns auf dem Turnier.